Miriam, du hast mit Banksware gerade dein zweites Startup gegründet. Warum tust du dir den ganzen Stress und die viele Arbeit gleich noch einmal an? Denkt man immer, oder? Also manchmal denkt man ja, wenn man in der Gründungsphase ist, sowas will ich nie wieder machen, warum habe ich mir das angetan? Trotzdem kann man, glaube ich, ganz, ganz viel daraus ziehen, weil man so merkt, man kann aus dem Nichts etwas machen. Und das ist so ein tolles Gefühl, finde ich, wenn man seine eigenen Ideen reinbringen kann. Also aus etwas, was einfach eine Idee im Kopf war, wenn das wirklich Leben bekommt. Und es bekommt immer mehr Leben an der einen oder anderen Stelle. Das finde ich unheimlich schön zu sehen. Gab es da so diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, wo du realisiert hast, jetzt entsteht da jetzt gerade was Neues? Ja, den gab's schon, weil das war dann so, also am Anfang hat man immer nur darüber geredet und geredet und geredet und dann wurde es dann doch viel konkreter. Und dann haben wir ja auch, wir haben ja im Prinzip schon eine Software entwickeln lassen. Und, aber trotzdem war es mir manchmal noch so fremd. Und dann hat es aber irgendwie die Gespräche mit den Banken geführt. Und dann wurde das irgendwie immer konkreter. Und du merktest, okay, du baust da jetzt wirklich was. Und das, was du da baust, das kann richtig, richtig cool werden. Und dass du auf einmal auch wirklich Szenarien siehst, wo das Ganze hingehen kann. Und weil ich glaube, am Anfang hat man noch gar nicht so, ganz am Anfang hat man noch nicht so die Vision. Dann hat man eine Idee und daraus muss ich aber was ableiten. Und als wir dann so ein bisschen die Vision im Kopf hatten, habe ich gedacht, okay, jetzt kann es losgehen. Ja? Jetzt weißt du, wohin das alles führen soll irgendwie. Du bist jetzt ja schon mehr als 10 Jahre Unternehmerin. Was waren vielleicht auch die Tiefpunkte, in denen du, die sich irgendwie in dein Gedächtnis eingebrannt haben? Da gab es ganz, ganz viele Tiefpunkte. Also angefangen von privaten Tiefpunkten, eine Krankheit gehabt, eine Schwere ganz am Anfang. Dann aber auch diese Tiefpunkte, das habt ihr auch so schön in dem Buch beschrieben, die erste Entlassung, also ich fand, das war für mich ein ganz prägendes Ding, die erste Person zu entlassen. Also so dieses, und das war auch eine Freundin von mir. Das war ein ganz, ganz großer Tiefpunkt. Ein ganz großer Tiefpunkt war... Was war da der Grund? Das hat einfach nicht gepasst. Es hat nicht gepasst und ich glaube, man denkt am Anfang eben, man rekrutiert so in seinem bekannten Netzwerk. Und irgendwie hat es von der Zusammenarbeit nicht gepasst und das zu erkennen war sehr schwer. Also das war, fand ich für mich persönlich sehr, sehr großer Tiefpunkt. Und auch, dass ich dann auch dachte, daran ist auch eine Freundschaft irgendwo leider auch ein bisschen zerbrochen. Also das ist schon eine blöde Situation gewesen, weil seitdem habe ich mir auch vorgenommen, Privates nicht mehr zu vermischen mit dem Geschäftlichen, weil das ist schon bitter, wenn das passiert. Schlimmer Tiefpunkt war auch in der Anfangszeit von RatePay. Wir haben uns ja im Gründerteam zerrüttet, also das war natürlich auch nicht schön. Also der erste Gründer ist ja schon ganz am Anfang raus, schon nach einem bisschen mehr als einem halben Jahr. Und der zweite ist dann gegangen, als Otto hat uns ja quasi 2011 damals ganz übernommen und da ist der zweite Gründer auch raus und ich bin dann ja alleine übrig geblieben. Damals war ich auch an einem großen Tiefpunkt, weil ich auch dachte, wie soll ich das eigentlich schaffen? Ich bin weder, also ich verstehe nicht mal richtig, was die Tech-Leute mir hier erzählen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich da noch wenig drum gekümmert, muss ich sagen. Da war es halt eher so, jeder hatte sein Ressort. Ich habe das Finanzthema nicht richtig verstanden und ich habe gedacht, die Welt bricht über mir zusammen. Habe ich aber gedacht, nee, das kannst du den Leuten nicht antun. Die haben jetzt irgendwie ihre Arbeitsplätze hier und da bist du verantwortlich. Und wenn du jetzt auch das Handtuch wirfst, ja, dann sind die alle irgendwie, dann ist es nicht nur dein Leben, was jetzt irgendwie im Chaos erstmal hängt, sondern auch das von vielen anderen. Und das wollte ich dann irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du einfach, wie gehst du jetzt damit um? Du musst eben die passenden Leute finden, die das dann machen können. Also das waren Tiefpunkte, vor allem in der Zeit, in der Anfangszeit von RatePay. Andere Tiefpunkte war eben auch, du denkst, du bist jetzt endlich am Start und es funktioniert alles. Dann haben wir damals 2013 war das, glaube ich, ganz böses Schreiben von den Behörden bekommen, von der BaFin, die uns dann gesagt hat, das, was wir hier machen, das sei so nicht in Ordnung. Wir brauchen dafür eine Lizenz und wir haben jetzt im Prinzip 2 Wochen Zeit zu sagen, wir beantragen die Lizenz, die unglaublich viel Geld gekostet hat, oder aber wir sperren mehr oder weniger den Laden zu. Das waren auch so Punkte, wo du denkst, oh Gott, wie gehst du jetzt mit sowas um? Das waren wesentliche Tiefpunkte, muss ich sagen. Es gab natürlich viele kleine. Jetzt bei Banksware
gibt es auch schon Tiefpunkte, wo du merkst, das ist auch sehr schön in dem Buch beschrieben von euch, das Thema Investorensuche, super viel Interesse, alle wollen mit uns reden und dann merkst du aber, du verschwendest manchmal auch echt Zeit in sinnlosen Gesprächen, die dann zu nichts führen und wo du auch dann merkst, es passt gar nicht zusammen und das sind auch Tiefpunkte, wo du auch manchmal denkst, oh, so nervige Termine hier und trotzdem ist es dann wiederum zu sehen, wir haben jetzt ja wir sind jetzt ein Team von 7, ist ein bisschen gewachsen, ja. Und es ist schon auch total schön, wenn du merkst, da fängt etwas an zu wachsen, was ganz neu ist. Und da kannst du auch nochmal so deinen Spirit reinbringen, was echt schön ist. Was waren denn in den 10 Jahren genau diese Momente, wo du irgendwie das Gefühl hattest, dafür mache ich das eigentlich? Vielleicht auch die kleinen Dinge, an die man gar nicht so zuerst denkt. Also eins der schönsten Erlebnisse, das war schon ein paar Jahre her und das war zwischen Weihnachten und Neujahr saß ich im Büro. Ich habe meistens da keinen Urlaub genommen. Ich habe meistens da in Ruhe gearbeitet, weil ich das immer ganz angenehm fand. Und ich saß im Büro und dann kam ein Mitarbeiter von uns, von dem ich eigentlich dachte, dass er Urlaub hat. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er denn eigentlich hier ist. Und dann meinte er, ach Miriam, ich habe einfach gedacht, ich habe so Lust auf die Arbeit und ich arbeite so gerne bei uns. Deshalb bin ich einfach gekommen. Und das hat mich echt, ich weiß gar nicht, ob der das weiß, dass mich das so irgendwie mitgenommen hat. Ich fand das so schön. Ja? Also das sind so Momente, wo ich dachte, irgendwie schon toll, wenn du das schaffst, auch anderen Menschen so eine Arbeitswelt zu geben, wo sie total gerne hinkommen. Es gibt jetzt ja eine bestimmte öffentliche Wahrnehmung von Startup-Gründungen. Inwiefern gibt es da eine Diskrepanz zu dem, was du wirklich erlebst in deinem Alltag? Also ich glaube, die Leute denken ja immer, man hat so ein bisschen glamouröses Leben oder so. Es ist überhaupt nicht glamourös. Also ich habe da bisher noch keinen großen Glamour erlebt, bis auf vielleicht mal auf eine Veranstaltung gehen, wo so ein Award vergeben wird oder sowas. Aber ansonsten ist es überhaupt nicht glamourös. Ja. Das ist eher sehr bodenständig, es ist sehr hands-on. Du musst ganz viel selber machen. Die Dinge müssen eben alle gemacht werden. Das ist nicht so wie in einem normalen Unternehmen, wo du einfach Menschen hast, die für alles irgendwie verantwortlich sind. So ist jeder eben für alles verantwortlich. Es ist schon anders. Es ist auch, glaube ich, nichts für Leute, die in sehr feste Strukturen brauchen. Die hat man nicht. Damit kommen auch viele gar nicht klar. Also ich habe auch schon festgestellt, dass viele Menschen gar nicht dazu geeignet sind, in einem Startup zu arbeiten. Und das ist eben auch so, dass, wie gesagt, von außen sieht das alles immer so cool und lustig aus. Aber es ist für viele auch schwer, in einer fehlenden Struktur zu arbeiten. Und wo du auch merkst, manche Menschen brauchen das ganz anders. Ja? Deshalb, wie ist das? Ich meine, ich persönlich finde das sehr schön, wenn ich mir Strukturen selber bauen kann, aber da kommt nicht jeder mit klar. Und das ist eben auch wichtig, auch über sowas zu sprechen. Was ist eigentlich die Art und Weise, wie in einem Startup gearbeitet wird? Was sind vielleicht auch Eigenschaften, die wichtig sind, wenn man in diesem Umfeld arbeiten will, dass es einem Spaß macht? Es macht nicht jedem Spaß. Also das ist auch wirklich eine Erkenntnis gewesen, dass bei uns in den Anfangsjahren schon auch viele Mitarbeiter mal gekommen sind und wieder gegangen sind, weil es ihnen keinen Spaß gemacht hat. Und dass man eben auch ein bisschen darüber spricht. Alles klar, vielen Dank. Ja, gerne. Wenn euch Geschichten wie diese gefallen, dann schaut doch mal auf keinhorn.co vorbei. Und da haben wir ein paar Gründerinnen und Gründer interviewt und gefragt, wie ihre unternehmerische Reise so war. Gestartet hat das Ganze, weil Kaspar und ich zusammen das Buch Keinhorn geschrieben haben. Das ist sozusagen der erste Teil der Serie. Da geht es um meine unternehmerische Erfahrung und was ich in 5 Jahren Unternehmertum so erlebt habe.